Maria Zell ist zum 75. Mal das Ziel der Niederösterreichischen Bauernbund-Wallfahrt. Ein Fixpunkt dabei ist die Fußwallfahrt der Landjugend. In diesem Jahr sind über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Spuren von Leopold Figl und Josef Reiter in den Gnadenort gepilgert. Sehen Sie irgendwo jeder, gerade nach der Zeit, was wir jetzt durchlebt haben, noch Gemeinschaft, noch Gespräche, und die bauen sich ganz interessant auf im Zuge von der Wallfahrt. Und darüber hinaus bietet die Wallfahrt auch eine gute Gelegenheit, in einer immer schnelllebigeren Zeit innezuhalten. Für die Landjugend und den Bauernbund hat die Pflege und Aufrechterhaltung von Traditionen einen zentralen Stellenwert. Das ist das Wichtigste, was uns passieren kann, damit, dass wir unsere Wurzeln kennen. Wenn man weiß, wo man herkommt, dann kann man wahrscheinlich nie verlieren, wo man hin will. Und selbst wenn einmal was schief rennt, dann gibt es da immer die Menschen oder das Leben da ganz draußen in der Tradition, das uns wieder erdet. Ein stimmungsvoller Fixpunkt ist am Samstagabend die Lichterprozession rund um die Basilika, die den Wallfahrern in diesem Jahr auch neue Hoffnung, Mut und zusätzliche Kraft für die Bewältigung der Corona-Pandemie geben soll. Wenn man sich in die Situation von damals, von 1947 hineinversetzt, ist es eigentlich eine bewältigbare Aufgabe, würde ich mal sagen, die wir jetzt vor uns haben. Leopold Figl und seine Freunde mussten damals Österreich wieder aufbauen aus Schutt und Asche. Und da können wir hier heute, auch wenn wir eine Pandemie haben, in einem Land des Wohlstands gut arbeiten. Höhepunkt der zweitägigen Wallfahrt ist das Pontifikalamt am Sonntag, das in diesem Jahr von Diözesanbischof Alois Schwarz zelebriert wird. Passend zum Motto „Ich bin mit dir“ ruft Schwarz in seiner Predigt zum Miteinander auf. In dieselbe Kerbe schlägt auch Bundeskanzler Kurz, der steuerliche Erleichterungen für Landwirte und eine Infrastrukturoffensive im ländlichen Raum verspricht. Wir nehmen gerade 1,4 Milliarden Euro in die Hand, um diese Infrastruktur im digitalen Bereich auszubauen, neben dem, was im Bereich Straße und Schiene geschieht, um sicherzustellen, dass auch im 21. Jahrhundert und gerade auch für jüngere Menschen der ländliche Raum an Lebensqualität weiter gewinnt und nicht verliert. Durch die Fokussierung auf Familien und eine Online-Live-Übertragung ist es dem Bauernbund auch gelungen, den Grundstein für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Wallfahrt nach Mariazell zu legen.